Jo, hallo Freunde und herzlich willkommen, diese Begrüßung, mit dem man lauern darf, zu einer weiteren Folge Speed Builds. Wir sind wieder am Start mit Train FIFA und zwar haben wir gerade erst den Regionalzug zwischen St. Pölten und Fitness veröffentlicht, waren jetzt schon 30 Leute drauf. Noch nicht positiv, aber wird schon was, hoffentlich. Ist ja besser als bei uns, zum neuen Zug eröffnen. Zwischen Langenläusern und Zierstorf wird sich später auch eine Bahn anbieten, aber wie gesagt, die Steigung können wir derzeit nicht überwinden, also eher nicht. Von Dulm nach Rosenburg würde sich ebenso was anbieten. Gibt es aber, glaube ich, nach den 8 Stunden immer noch nicht die Bahn. Stattdessen von Längenfeld nach Rosenburg, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Denn die ist dreimal so schwierig zu bauen und hat eine höhere Steigung, aber wurscht. What? Ja, das sind nicht mehr solche spontanen Dinge. Bauen wir da mal ein Gleis und dann hat man nicht nur 3 Meter gebaut, sondern hat man gleich die andere Strecke gebaut. Hier mache ich dann wieder Infrastrukturmaßnahmen, um St. Pölten auszubauen. Einen neuen Bahnübergang, der fördert dann das Wohngebiet da unten. Ja. Und wir werden dann auch 2 Bahnübergänge bauen, dass wir auf die andere Seite vom Bahnhof kommen und dort siedelt sich dann auch ein Wohngebiet an mit der Zeit. Mhm. Cool. So. Dann lassen wir sogar einen Stadtbus fahren, der überhaupt nicht positiv fährt, denn das ist so letztes Kaff da unten. Aber die Leute kommen her und es siedeln sich doch Leute an, einige. Genau, Bahnsteig Nummer 1, Bahnsteig, sag ich jetzt, Bahnübergang Nummer 1 und Bahnübergang Nummer 2. Bauen wir noch ein bisschen aus. Und da unten macht dann Train FIFA sein eigenes Gewebe hin, wenn da mal der Stadtbus hinfährt und die Leute sich ansiedeln. Mhm. Das baut sich dann einfach selber. Ja, so kann man ein bisschen Stadtplanung betreiben auch noch. Das ist eigentlich, man sieht eigentlich immer mehr, wie Train FIFA, wie cool die Simulation ist. Jetzt baue ich so, dass wir beide Bahnhöfe anfangen. Da sehen wir dann, dass sich das eigentlich nichts bringt. Und sobald ich den einen Bahnhof rauskicke, sind wir dann besser unterwegs. Aber auch nicht gut, also die Linie, die ist sehr kritisch immer. Ich weiß nicht wieso, aber anscheinend wollen die Leute von Langenlausen nicht nach Geldersdorf und umgekehrt. Obwohl es in echt vielleicht sogar mehr erwünscht ist. In echt wollen sie wahrscheinlich mehr Verbindungen von Langenlausen über Geldersdorf. Nach Geldersdorf direkt, das erste. Umgekehrt, eher. Ja. Von Geldersdorf nach Langenlausen im Einkauf fahren oder so, wenn es wahrscheinlich. Nein, eher für die Schulen in Langenlausen wäre das wahrscheinlich mehr erwünscht, auch, mehr Verbindungen. Aber haben sie ja jetzt eben, dadurch, dass sie die Kammtreiber mit der St. Pöltener Strecke zusammengehängt haben? Ja, aber stell dir mal vor, die Leute haben noch kein Klettert, also da würden sie auch noch von Geldersdorf nach Langenlausen. Ja. So, wir schauen uns mal Furt an. Furt hat auch ewig besonders anschließend, also wird auch ziemlich vernachlässigt. Da oben, guckt. Fast. Ich weiß nicht, wieso ich es nicht schaffe, euch Herzogenburg zu zeigen. Da rede ich jetzt schon seit der ersten Folge drüber. Wir haben das erste Mal über 1 Million. Juhu, 1,6, 1,4. Also, der Geld Gewinn. Nicht einwohner. Ja. Nein, Wunder, das geht nicht. Also die, so, die 500 sind ja mal 1000 zu rechnen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, das habe ich irgendwann mal gelesen. Ich würde sagen schon, sonst macht es überhaupt keinen Sinn, aber. Oder mal 100 zumindest. Wenn schon. Wäre sinnvoll. Ja, ja. Aber ich rechne mit dem, was dort steht, und mir ist das wurscht, wie das immer Leute im Hintergrund nicht geht. Ich kenne die Spielmechanik. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Mit 66. Merkt man richtig, das ist schon riesig. Ja, man sieht ja auch die ganzen Spieler, sag ich jetzt, die ganzen Leute, die in der Bahnhof stehen, extrem viele. So, wir tauschen uns. Das schaut doch realistisch aus, wenn das da. Ja, das ist überhaupt super. Wir fahren jetzt sogar mit Personenwagen bayerisch auf einer Borsig auf dieser Strecke. Damit sind wir ganze 5 km/h schneller. Die Passagiere sind begeistert ohne Ende davon. Die Mediziner warnen, dass die Geschwindigkeit viel zu schnell ist, kennen wir ja alles. Wir haben ja noch 1876. Ja, gut, ja. Dann ist noch 45 km/h ja schon Teufelswerk. Da hat man ja Angst, dass die Kühe ein schlechtes Fleisch geben. Was? Das ist in England, haben sie die Dings, Sorge gehabt, dass sie haben sich beschwert, dass das Umweltbedenken, dass man mehr Umweltbedenken haben sollte, weil die Kühe, die neben der Eisenbahn stehen, könnten von der Geschwindigkeit Krankheiten kriegen. Ja, nicht von der vom Rauch, nein, von der Geschwindigkeit Krankheiten kriegen. Natürlich. Ja. Ganz schön schlimm diese Geschwindigkeit, also 45 km/h.
Ja, St. Pölten wird größer und größer. Da unten bauen sich jetzt auch schon die Leute und damit kommt auch unser neuer Stadtbus darunter, der St. Pölten 4a und 4b. Ganz, ganz rein physikalisch betrachtet. Der Körper ist ja nicht mehr davon berührt von dieser Geschwindigkeit und soll davon Probleme kriegen. Das hat man nicht bedacht. Da sieht man auch einen, nicht viel, aber einen Schönheitsfehler, den ich da mache. Ich habe jetzt die Haltestelle am Bahnhof und das Straßenfahrzeugdepot, das Straßenfahrzeug vom St. Pöltener Hauptbahnhof ist dann weiter weg als die Haltestelle am Bahnhof, also steigen alle aus und gehen zur Haltestelle am Bahnhof vor, statt dass sie zum Bahnhof eigenen Straßenbahn Haltestelle gehen. Ist dann recht lustig, weil dort dann 100 Leute stehen. Auf der kleinen Haltestelle, statt dass sie auf der großen Haltestelle stehen. Gut, ja, da unten siedelt sich immer mehr an, ist schön und gut so. Schon praktisch. Ja. Die Linie Zierstoff-Tulln, RZ Zierstoff-Tulln wird bald eröffnet. 1,9 Millionen, so schaut der Tränkeverspür aus. Und wir haben das erste Mal die BA53. Die verwenden aber lange Zeit nicht, weil sie deutlich mehr kostet als die Bausicherung. Also wir sehen 150.000 im Jahr, im Gegensatz zu hat man nicht gesehen wegen Speedbild. Aber ich habe meinen Schummler hier, warte mal ganz kurz. Welches Jahr haben wir? 1877. Sie kostet, steht nicht auf meinem Schummler drauf. Steht hier auf Construction, Capacity, alles mögliche steht da drauf, aber nicht. Na, aber also. Ja, gut. Wurscht. Kann man nicht sagen, ne? Die Porsche kostet auf jeden Fall um einiges weniger und um jetzt 45 oder 50 fahren wir mit einem Schummler. Genau, unser Tram-Ding ist da so weit weg, dass alle zur Haltestelle am Bahnhof gehen. Und unser erster Tram ist die TB St. Pölten. So hast du es gemeint, okay, macht Sinn. Was? Mit direkt ins Wohngebiet meinst du? Nein, dieses Depot weiter weg ist. Achso, ja, das ist da so weiter weg und alle gehen so am Bahnhof und nicht zu den Dingen. Ah ja. Ist aber sehr oft so bei der Straßenbahn tatsächlich, dass die Umkehrstelle weiter entfernt ist. Wir fahren jetzt mit der Dampftram, also noch nicht einmal elektrifizierte Tramstrecke. Wie du das letzte Mal gespielt hast, gab es überhaupt schon, dass man die Tramstrecke elektrifizieren muss? Das nein. Ich habe den Nachgeschaut, genau. Die müssen wir jetzt elektrifizieren. Okay. Cool. Die Frage ist, wann das Update kommen ist und ob ich das überhaupt hinkriege, weil ich habe schon Ewigkeiten keine Tram fahren lassen. Ja, also das Update ist ziemlich neu, aber was witzig ist, man kann schon 850 Trams elektrifizieren, aber wir sind jetzt 1878 immer noch bei der Dampftram. Das heißt, man kann Pferdetrams kaufen, man kann die Strecke elektrifizieren. Ist ganz super. So, Leute sind genug am St. Pöltener Hauptbahnhof ohne Ende. Es ist auch die Stadt schon ziemlich gewaltig. Also ich glaube 625 ist das Maximum, es geht dann irgendwann mal zurück, ich weiß nicht wieso. Okay. So, der fährt... Größer kann es nicht werden. Na, es geht dann wieder zurück, die Einwohnerzahl. Ich weiß nicht, wieso die wegziehen. Ich hab's bisher noch nicht herausgefunden, aber ich habe dann mehrere Tramstrecken gemacht und Maßnahmen gesetzt, dass es vielleicht besser wird, aber das wird sich dann erst in späteren Folgen zeigen. Also nur bei St. Pölten ist das passiert, oder? Ja, St. Pölten. Gab's Abwanderung, aus welchen Gründen noch immer. Obwohl ich eigentlich dafür geschaut habe, dass es keine gibt. Einen blöden Bürgermeister gehabt wahrscheinlich. Ja, Blättgren. Ich glaube, da ist sogar zwischenzeitlich Langenlos ganz kurz größer als St. Pölten, aber die überhole ich dann wieder. Ich packe das meinen Schummler zu, den der bringt mich, wie wir gesehen haben. Das eine Mal will ich was nachschauen und er hat sich abgedreht, das andere Mal will ich was nachschauen und es steht nicht drin. Naja. Ja, praktisch. Bin gleich wieder da. Bis gleich, okay, das heißt, ich muss jetzt alleine moderieren. Wie man sieht, unser Depot an sich ist schon elektrifiziert, kann und aber unsere Trams fahren. Ich weiß noch nicht einmal, ob sie positiv sind. Es sind dann die meisten Tramlinien positiv später irgendwo nochmal. Aber jetzt schaut es derzeit noch nicht danach aus. Nice. Ja. Aber. Die Tram-Haltestelle hat immer elektrifiziert, witzigerweise. Aber? Also, ich sage, aber Blödsinn kannst du trotzdem nicht sagen, weil außer aus dem Zimmer raus gehe ich nicht. Das ist ja typische eine Regel von Lukas. Was? Ja, wenn ich wenn er allein moderieren kann und ich auch nicht zu, sagt kein Blödsinn über mich. Ja, immer doch. Oh, wieder nichts verbiegen.
Scheint derzeit noch funktionieren, unsere Aufnahme. Ja, das hat damit nichts zu tun, okay, aber... Gelatin-Stecker mal. Was ist da? Ui, was hast du denn da aufgeführt? Ja, mit dem dagegen. Na gut, das interessiert die Zuschauer aber nicht, das ist ja nichts. Das stimmt. Wir schauen uns an, wie wir die Bahn von Lengenfeld nach Tulln, glaube ich. Ja, Tulln waren. Da haben wir wieder mal Probleme mit Straßen, wie immer und überall. Das ist das Hässlichste. Das heißt, wir bauen wieder, wir tun wieder Straßen weg. Genau, um ein Eck. Ja, sowas regt mich dann immer auf. Ja. Und jetzt haben wir etwas ganz Unschönes und zwar... Boah. Blöder Hubel. Ja. Aber der ist im Prinzip wurscht, den möchte ich dann irgendwann beheben, wenn es den Leuten immer wurscht ist. Da teste ich schon mal aus, wie wir dann auf... Das sind ja nicht einmal Längenfelder, oder? Was ist denn das? Oder ist das Längenfeld? Ja, ist die Längenfeld, okay. Auf jeden Fall Längenfeld auf Klosterneuburg kommen. Also, wie gesagt, es gibt vorher die Verbindung Längenfeld, Klosterneuburg, Rosenburg als die Verbindung Tulln-Rosenburg, obwohl man hier sieht, dass das ganz schön da offen geht und man muss dann noch an diesem Hügel da vorbei, während es vor Zierstorf eigentlich in 0, nix oben war. Und Tulln, wieder mal. Tulln. Ich glaube, ich druck mal so eine Karte aus, oder? Geht das so? Map-Converter und dann habe ich da so mal vier Zettel und ich... Sehr voll cool. Ja, das wäre super. Okay, wir sehen, wir haben irgendeinen Signalfehler gemacht und deshalb stellen wir da ein Next auf. Aha, wir sehen schon, irgendwie hat er geglaubt, dass der lange da offen war. Habe ich jetzt hier das Signal geredet? Ich sage über das Signal St. Pölten 9 bitte und dann fährt er auf den Bahnsteig. Mhm. Zug 4 zwischen Lange und Geda fährt Vollgas. Hier habe ich kurz ausgesetzt, ob vielleicht eine Spange da das sinnvoll wäre, dass wir den Hopperhof vor Langenlois da hinten, der Ostbahnhof oder was auch immer, weiß ich nicht, einstampfen und dass wir über die Spange oder Schleife oder was auch immer umfahren und dann nur mit dem Bahnhof da im Süden bedienen. Auch von St. Pölten aus. Aber es passiert dann genau andersrum. Also ich bediene den Bahnhof nur im Osten und nicht den im Süden. Oder Süden, Osten, Norden, das fehlt. Eigentlich gehört da Dingens ein Windrose rein in das Spiel. Ja. Das wäre wichtig, Urban Games. Bitte, bitte, bitte. Bitte keine Gürtelhose kriegen, ja? Gut, wir schicken den nächsten Spanisch-Brötli-Wagen ins Depot. Ja, gut, so wie kein ausgemistet. Ja, Rasse. Nachdem da. Ja gut, die fahren erstens 49er. Irgendwann kommen die 40-20. Und? Damit fahren wir dann sicher gern. Juhu, ich liebe die 40-20. Hm, ja. Ein tolles Gerät. Viele Leute kennen sich wahrscheinlich einfach überhaupt nicht aus. Das sind die Schnellbahn-Garnituren, die halt in Wien herumfahren. Wenn sie nur in Blau Wien... Essen. Oder, nur, ja, aber die nur in Wien am heute sehen würden. Wenn sie nur in Wien bleiben würden, würden sie mich nicht so stören. Aber dass sie auf Zierstoff aussagen, ist andere. Genau, das ist dann dieser kleine Tunnel hier, 350.000 auf Gmünd. Hui, schon gebaut, habe ich nicht lange gezögert. Damit schaffen wir es wirklich mit einem vollen 120er und auch wahrscheinlich schneller als die Straße auf Gmünd. Überlegenswert, wenn wir dann später, wenn wir 160 oder 200 oder so fahren können, auch Fernzug von Gmünd auf Lengenfeld. Das ist zwar eine lange Strecke, wenn man das sieht, das Tal runter. Aber wenn wir die Geschwindigkeit haben, also irgendwann in Folge 17, keine Ahnung, dann ist das eine Überlegung, wenn wir dann mit der Geschwindigkeit da runter gondeln. Da mit der Zeit, ich probiere da eh schon aus, wie man vielleicht den Bahnhof bauen könnte, dann dementsprechend, weil ich baue den Bahnhof vielleicht sogar schon so. Ich bin sogar schon so da oben fahren können. Interessant. Wieso stehe ich jetzt nicht da auf? Ich hab doch eher einen Dings nicht drüben. Wurscht. Matthias Lage, Logic. Ja, das fällt dem Spiel gar nicht auf, das fällt dem Spiel. Das stimmt, das ist immer so. Das ist so, SB Gmünd 1. Also immer wenn man so jemanden kritisiert, weil er eben am kompletten Blödsinn baut. Das ist einfach so, das fällt einem nicht auf, ein Ding. Ja. Und dann denkt man, warum funktioniert das nicht? Was habe ich gemacht? Ja. Aber ich reg mich auch immer auf. Ja. Es ist also einfach so manchmal so. Genau, da sieht man jetzt das Tal darunter. Das habe ich jetzt kurz gezeigt.
wie von Gmünd auf Längenfeld dann kommt. Aber es ist ein ganzes Eck, aber dadurch, dass Längenfeld kurzweilig dann im späteren Spiel und ich glaube, das hätte ich in der Nickel kommen. Passt. Dann haben wir jetzt ein Cliffhanger, dadurch das Längenfeld. Ja, dadurch das Längenfeld. Heißt das dann nicht eigentlich das Längenfallen? Das war gar nicht richtig. Ich glaube, wir spielen jetzt. Ja, passt. Ja, seht ihr alles, also es ist ja alles beschrieben. Danke, tschüss.